cool. Na, da haben wir voll. Du kannst dich hier doch nicht schminken, Stacy. Sie haben mir gar nichts zu sagen. Werd mal nicht so unverschämt. Was kann ich denn dafür, wenn sie so scheiße aussieht? Kannst du mal deine Klappe halten? Ich treffe mich heute zufällig noch mit Freundinnen und ich habe sonst keine Zeit mehr. Ja, raus! Siebte Stunde nass ist und du kannst es sie noch. Gott, ey, sie übertreiben immer so. Nur so, wäre das gar nicht passiert. So eine verfickte Scheiße. Junge! Traum, habe ich für dich gemalt. Wir werden sehen. Emily? Ja? Wo sind deine Biersachen? Ich muss leider Mathe machen. Weil sonst haben wir ja richtig wütend wird. Also die Hausaufgaben? Ja. Ja, aber die Hausaufgaben macht man ja eigentlich zu Hause. Ja, sonst kriege ich nachher auch zu Hause Ärger, wenn ich die nicht habe. Ja, dann kannst du die ja in der siebten Stunde machen und nachsitzen. Okay. Leute, Maya! Guck mal! Die lassen sich Milena, jetzt einmal leise, wir wollen Mathe machen. Ja, Bayern hat aber gewonnen. Ja, schön für dich. Bayern ist scheiße. Was, Bayern ist scheiße? Ja. Seid mal leise. Ja. Geh ich waschen! Ach was! Otto, raus! Duschen! Pass auf, Duschen! Deine Haare sind so fettig wie Pommes! Ach was! Milena, raus! Siebte Stunde nass sitzen! Ihr habt Aufgaben von euren Lehrern bekommen? Ja. Ja, ist so. Und ihr habt eine Stunde Zeit und ich werde jetzt eine halbe Stunde Pausendienst machen und in der Zeit macht ihr die Aufgaben rein. Alles klar. Ja? Tschüss. Goodbye. See you later. Ja. Ich hab leider gar nicht so leid. Tut leid. Ich hätte echt gern gehen. Ey, lass mal abhauen. Voll keinen Bock auf lassen. Ja, Mann, dass man so richtig russischen Fluchtversuch durch Fenster blieb. Fällt doch die ganze Zeit Lehrer durch die Gegend läuft. Vorm Fenster. Und? Läuft. Und ja, hier, Stacy hat Plan. Dann ruf ich halt Lindsay an und sie soll sie ablenken da. Das könnt ihr doch nicht machen. Boah, halt du dich da raus, ja? Wow. Klar, wir können alles machen. Du bist doch nicht ein Streber. Wir haben einen Kran, der wird hier auf Schreiben. Also. Ja, du schaffst es eh nicht. Das ist super kack. Kran ist falsch. Beschreib dich nicht. Ja, geh mal da vom Fenster, von diesem scheiß Nachsitzraum. Da rennt die ganze Zeit Lehrer rum, lenk mal ab. Ja, weil wir abhauen wollen. Das ist nicht mal dein Bild. Ja, scheiß doch drauf, Mann. Geh einfach hin und mach das jetzt. Ja, tschüss. Streberin! Ja, sie geht da gleich hin und macht das. Also. Wer? Gut, wir müssen meine Freundin. Ne? Ja, komm, lass mal aufbauen jetzt. Freundin nicht. Ja, ey, komm, die geht doch gerade weg, komm. Los, lass schnell. Ja, aber und mit meiner. Los, leg dich. Komm! Ja, wir sind doch herein. Ich soll Konstantin und Stacy abholen. Was ist mit mir? Die sollen zum Rektor. Warum? Warum, Blin? Geh mit! Ne, Hunde! Ah, scheiße. Ihr wisst, warum ihr hier seid? Ja. Also, noch einmal so eine Sache und eure Eltern sehen blaue Briefe. Na, und damit könnt ihr gehen jetzt. Ja, alles klar. Na, habt ihr schon Stress bekommen? Dieses Röhrchen nehme ich auseinander. Nein, komm, lass, scheiß aufs Nur. Komm. Scheiß aufs Nur. Soll ich mir noch irgendwas machen, Liet? Ja, ich hab eine Idee. Was soll denn? Ja, Mann! Ja! Ey, guck mal, du schreibst das voll falsch ab. Gar nicht. Da steht Art und du hast es mit D geschrieben, ja? Guck doch stimmt mal genau gar hin. Gar nicht, guck doch. Ich muss jetzt los. Was, Ma? Ach, gut, dass Sie mich ansprechen. Ich wollte Ihnen eh noch was sagen. In der letzten Pause, da hat mich Ihre Schülerin Emily mit einem Messer bedroht. Mit so einem Taschenmesser. Meinst du dieses Messer? Ja, genau das war das. Ja, ich habe eben gesehen, wie du das in ihre Tasche da gepackt hast. Also geschmissen. Ja? Das habe ich nur gemacht, weil Konstantin und Otto und Milena haben mich gezwungen. Ja, und aber nur weil sie das sagen, musst du es nicht machen. Ja, aber sie haben mich gezwungen. Sie haben gesagt, wenn ich das nicht mache, dann wird sonst was passieren.
Ja, dann musst du das bei den Lehrern, denen das sagen oder so. Ja, ich habe mich nicht getraut. Ja, das wird Konsequenzen haben, nicht nur für dich. Und das Messer gebe ich dem Direktor. Das können deine Eltern abholen. Guten Morgen. Kannst du mir erzählen, was das ist hier? Brief. Ein Brief, natürlich ein Brief. Mann. Sag mal, was hast du dir dabei gedacht? Soll ich das schon mal denken? Ja, ich weiß. Denken ist nicht deine Stärke. Das habe ich schon festgestellt. Ja, weißt du, was das bedeutet? Dass ich den lesen muss? Dass du ein absoluter Nuller bist, heißt das. Ja, du bist ja der Obermacker, ne? Wer ist denn der Loser in der Familie? Sag mal, du hast weder den Arsch in der Hose, hier was für die Schule zu tun. Du machst Scheiße in der Schule bis zum geht nicht mehr. Du fliegst demnächst raus aus der Schule. Pff, andere Schule? Und mir wirfst du vor, weißt du, dass ich ein Loser bin? Ja. Das ist genau die Art, die mich bei deiner Mutter auch auf die Palme gebracht hat. Ja, ihr seid wirklich aus dem gleichen Holz geschnitzt. Nee, da sind wir auch. Ja, beide strohdumm in der Birne. Ja. Und begreifen nicht, wo die Zusammenhänge sind. Oh, wer hat denn von euch beide den richtigen Job? Sag mal, willst du mich jetzt noch anmachen hier oder was? Willst du mich anmachen oder was? Alter, nimm mal deine blöde Kapuze vom Hirn hier. Ach komm. Damit dein Hirn mal ein bisschen Luft kriegt. Arschloch! Konstantin? Wie lange? Ah!